So, weiter geht's heute mit dem nächsten Kapitel und wir sind heute mit Kapitel Nummer 14 unterwegs. Großer Preis von Italien, einen Monat später. Hey Boss, hast du kurz Zeit? So, wir haben Bericht über eine kleine Auseinandersetzung gehalten und wir dachten, du solltest davon ja wissen. Kelly zufällig gehört, wie jemand in der Garage über sie gelästert hat und sie hat darauf reagiert. Ja, regiert, ja. Die Besitzerin sagt, sie habe ein Problem mit ihrer Einstellung. Zweitens könne man ihr nichts sagen oder Angst zu haben, dass sie sich gegen einen wendet. So. Ja, ist auch die richtige Entscheidung. Wir werden es definitiv nicht mehr so verwahren, weil das ist ein No-Go. Wenn wir alle Ziele erreichen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Das gilt auch für die einzelnen Mitarbeiter. So. So, wir werden auf jeden Fall auf die Top 5 gehen. Dann gucken wir mal kurz die Nachrichten. Mal, wer auf dem Weg ist. Davidov? Er hat gerade angerufen und gesagt, wir sollen das Mittagessen vorbereiten. Er tut so, als wären die Mitarbeitenden seine Leibeigene. Er kann unsere Ressourcen nicht so in Anspruch nehmen. Ich rede mit ihm. Kannst du dem Werkstattpersonal Bescheid sagen, dass er da unten herumlaufen wird? Und dafür sorgen, dass wir den üblichen Raum für dich bereithalten? Kein Problem. Roll den roten Teppich aus. Davidov ist da. Letztes Mal habe ich gehört, dass er uns in Singapur besuchen wollte. Aber heute taucht er einfach auf. Nimm dir das nicht so zu Herzen. Wir werden schon mit ihm fertig. Erinnere mich noch mal daran, warum ich mit ihm Geschäfte mache. Sonst hättest du kein Formel-1-Team. Noch? Er will, dass wir erfolgreich sind. Es fühlt sich nicht immer so an, Kaspar. Wir sehen uns im Meeting. Okay. So. Oh ja, wer ruft denn schon wieder an? Kelly? Ich habe gehört, Dad ist auf dem Weg hierher. Ja, das stimmt. Ich dachte, er wäre an diesem Wochenende nicht da. Dachten wir auch. Ich habe gehört, was in der Werkstatt passiert ist. Ja, mach dir keine Sorgen. Es wurde ein bisschen hitzig, aber es ist in Ordnung. Ich kann dieses Verhalten im Team nicht dulden. Ich werde ihn verwarnen. Ist das wirklich nötig? Ja. Es ist nicht in Ordnung, so über unsere eigenen Fahrer und Fahrerinnen zu sprechen. Naja, du bist der Boss. Wir sehen uns im Meeting. Bis dann. So. Kurz mal Dings reingucken. Gut. Dann gehen wir uns rein. Mal ansehen. So, also, warte mal. Als er drei Uhr morgens das Teamhotel verließ, wurde er von seinem Reporter angesprochen und gefragt, ob es bereut, in die Formel 1 eingestiegen zu sein. Dann ist Andrea bekanntlich ein sehr leidenschaftlicher Mann. Das und die ohnehin schon angespannte Situation haben dazu geführt, dass seine Antwort ein wenig temperamentvoll rüberkam. Hier vielleicht eine gewisse Schamensbegrenzung erforderlich. Ich will zuvor gehen. Ja, Unterstützung natürlich, klar. Alles andere sieht gut aus, bis auf den Heckflügel. Ich kann mir nicht leisten, noch mehr Abtrieb zu verlieren. Okay, wie du meinst. Lass uns in einer Stunde nochmal aufs Wetter schauen. Hey, hey! Nur Hab ich nein. Euch gefehlt? Nein. Hallo, Schwester. Hi, Bro. Jackson. Devin. Wie geht's dir, Devin? Gut, ich bin begeistert. Überaus begeistert, wieder dabei zu sein. Tut weiter so, als wäre ich nicht hier. Lasst euch nicht stören. Dabei zu sein? Was? Oh, du weißt schon. Ein bisschen helfe ich hier, ein bisschen vielleicht... Das heißt was? Genau? Das wird sich noch zeigen. Wird sich zeigen. Ah, und was hat Andreo dazu gesagt? Er wird zustimmen, Kasper. Das passt schon.
Da wurde wieder irgendwas über uns, über den Rücken entschieden. Die Leute freuen sich immer, wenn sie mich sehen. Was war Ihre neue Rolle? Ich schätze, ich war so eine Art Vertrauensmann. Ja, die Leute vertrauen mir. Mein Vater wollte, dass ich mit den Leuten rede und eine bei Laune halte. Ein paar freundliche Ratschläge geben und sowas. Aber es war hart. Ja, Aidens Problem war sein Ego. Er dachte, er wäre zu gut für das Team. Und er wollte auch nicht auf Kaspers Rat hören, zum Beispiel. Und dann Andreo. Er wusste nicht, wie es weitergehen soll und mein Vater machte weiter Druck. Und Kelly. Tja, das Letzte, was Kelly wollte, war wohl ein Rat von ihrem Bruder. Es war ein Desaster. Ganz ehrlich, wie lange war ich weg? 2 Tage. So, während des Rennens. Kelly Mayer und Aiden Jackson von Connors Board, die tun sich hier gegenseitig keinen Gefallen. Für meine Begriffe sind sie hier zu nah beieinander. Nicht schon wieder. Ernsthaft jetzt? Was ist mit ihm? Okay, Kelly, er weiß Bescheid. Ganz offensichtlich nicht. Ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen eskaliert gerade. Als wollte Jackson vorbeiziehen, aber Mayer lässt ihn partout nicht überholen. Jetzt geht's rein in die Kurve Grande. Er versucht es. Das ist knapp, zu knapp. Das war Mayers Frontflügel. Oh, was ist denn da passiert? Das ist echt ein Dauerthema bei Konnersport. Boah. Das Sache. Ist ein kritisches Rennen. Die beiden können sich einfach nicht zusammenreißen. Komm in die Box, Kelly. Wir tauschen den Flügel aus. Das ist lächerlich. Box diese Runde. Box ist auf diese Runde. Ja, verstanden. Fahre die Box, dann setze den Frontflügel und dann müssen wir gucken, ob wir ein gutes Ziel davor erreichen. So, wir haben noch 6 Runden danach. Und kommen in die Top 5 ins Ziel. So, wir brauchen jetzt 10 Plätze. Der Vorteil ist, dass viele Autos beieinander sind. Wir sollen Top 5 erreichen. So, vorbei an... So, nächstes Magnussen, das ist übrigens zur Rundung. Wir sind jetzt schon mal 13. wieder. So, falls Piastri, der hat noch, das ist ein Punkteplatz. Der Platz 12 momentan. So, Piastri vorbei. Weil ich glaube, dass der kontern wird gerade. Ne, oder nicht? So, Ocon.
Da wird sich gefragt, wie weit die. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir erstmal unser Ziel erreichen. Aber Con ist so einer, der zieht zu. So, vorbei. Der nächste war nur Con, jetzt nächstes Troll. Das ist auch so ein Kandidat. Da gibt es. So, nächste Sergeant und dann nach Alonso. Ich vermute, dass der Vater dem gesagt hat, hier von wegen Audi weg oder nach dem Motto. Irgendwas in die Richtung. Sache, da passiert noch was und es ist jetzt passiert. Und ich glaube, die ganze Chance wird nochmal eskalieren. Wenn ich nicht rankommen. So, vorbei an Sergeant. Ich vermute nicht, dass wir an den Teamkollegen rankommen. Aber jetzt hier wäre die Platz 5. Doch, da vorne ist der Teamkollege doch schon. Norris und dann Jackson. Dann ist das da vorne ein überrundetes Auto. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Vor allen Dingen, der Fries Albon ist das dazwischen, okay. Vor allem nächstes De Vries noch. De Vries auf 5. Wow. Ich war jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir den Teamkollegen bekommen, dass der vorne auf der A, dass der ganz vorne liegt. So, Hamilton, Leclerc, die nächsten zwei. Davor wahrscheinlich dann Zeit zum Verstappen. Hier vorne bekriegen sich gerade Hamilton und Charles Leclerc. Und während die zwei sich hier vorne ein bisschen in die Wolle kriegen, nehme ich sie mir beide mal kurz mit. So, vorbei an ja, Verstappen und Sainz, ja.
Achso. Schön über die Außenbahn. Und wir führen jetzt das Rennen an. Vollste Runde. Letzte Runde. Jetzt habe ich Gott sei Dank ein bisschen Luft. Jetzt wird auf nichts mehr passieren. Letzte Kurve. Und dann haben wir es auch hier geschafft. Yes! Geschafft, aber wenn das so weitergeht, läuft Konnersport Gefahr, die eigenen Chancen auf einen guten Abschluss der Saison zu sabotieren. Das gefällt mir gar nicht. Hier sind zwei extreme Talente unterwegs. Sie stehen sich gegenseitig im Weg. Das ist wirklich eine Schande. Jackson ist weiterhin der Aggressor. Ist das was Persönliches, Stefan? Als Außenstehender würde ich das so sehen, aber so kann es nicht weitergehen. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen. Wir haben es. So, jetzt haben wir noch zwei Kapitel. Heute wieder ein ereignisreiches Rennen kennen. Sabotiert das Team seine eigene Chance auf ein gutes Ergebnis in dieser Saison? Meinungsmache ist Ihr Job, Natalie. Nein, ich bin nicht hier, um diese Art von Berichten zu kommentieren. Ich bleibe beim Autofahren. Danke. Jeder redet heute über die Rückkehr von Devon zu Konnersport. Ist es schön, dass er wieder da ist? Devon hat so alle meine Meinung und falls nicht, denkt er sich eine aus. Bei Konnersport gibt es sowieso schon viele Meinungen. Ich mache mir Sorgen, dass er alle ablenken wird. Sie haben sich den Ruf erworben, gegenüber der Presse etwas schroff zu sein. Bedauern Sie das? Nein. Wenn jemand anfängt, Ihnen unaufgefordert Fragen zu Ihrem Privatleben zu stellen, ist das nicht nett. Ich muss keine Fragen beantworten, die ich nicht beantworten will. Und das sollte auch niemand anderes. Vielen Dank für Ihre Zeit. So. Hm.
Oh, ich habe zu lange klingeln lassen. So geht man aber nicht ans Telefon. Sag mir schon deine Meinung, liebste Mutter. Gut, wenn du dich so aufführen willst. Ich habe dir gesagt, dass du vorsichtig sein sollst, was du den Medien über deinen Vater erzählst. Das war heute die perfekte Gelegenheit, die Wogen zu glätten. Aber du hast nur bestätigt, was ohnehin schon über dich gesagt wird. So empfinde ich es nun mal. Diese Starrköpfigkeit hast du von deinem Vater. Er war auch immer so zielstrebig und konnte nie seine Fehler einsehen. Worauf willst du hinaus, Mom? Ich will darauf hinaus, dass niemand deinen Vater mag. Sei vorsichtig, Kelly. Danke, Mom. Bis bald, Kelly. Ciao. So. Gut. Kasper. Kelly, Besprechung in 10 Minuten, okay? Ich werde da sein. Und tolles Rennen heute. Ich mach nur meinen Job, Boss. Ja, und das machst du richtig gut. Du hast mir wirklich geholfen, mir die Sponsoren vom Hals zu schaffen. Und darum geht es schließlich. Ich denke nicht, aber es ist hilfreich. Ich helfe gern, wenn ich kann. Wir sehen uns bei der Besprechung. So. Gut, und das nächste Kapitel sehen wir uns dann morgen um 14 Uhr an. Bis dahin und tschüss.